Wartet! Okay, der schießt gleich auf alle zwei. Ja, das schaffen okay, wir, Leute! Jetzt. Ich poliere euch die blöden Viertklässler fressen! War. Wie viele kommen denn noch davon? Schule ist was für Homo! Du bist nicht dran! Komm her, Penner! Okay, das hat schon mal gut gesessen. Feind am Boden. So, die Katze ist auch da. Dann holen wir uns den Mac. Ich hoffe, dass wir die anderen irgendwie töten können damit. Konnte man nicht. Ist eigentlich ganz gut, ne? Er macht sehr viel Schaden eigentlich. Ich weiß jetzt aber nicht. Ah, man darf den. Ah, man darf nur die gewisse Zeit. Nein. Eigentlich dürfte die Katze. Genau. Die Katze dürfte doch gar nicht mehr angreifen. So, ist ja bloß noch das Stachelschwein da oben. So, zack. Jetzt müsste es aber eigentlich gewesen sein, oder? Ja, endlich. Wir haben alle Sechsklässler besiegt. 125 ist echt wenig dafür. So, coole Sache. Das haben wir, okay. Ah, jetzt geht's nämlich erst auf. Also ist es schon hervorbestimmt, hey, dass man gegen die Kinder. Schatz, ich bin's, Daddy. Das ist unser Daddy hier. Die wollen deiner Mutter und mir DNA entnehmen. Du musst mich hier rausholen. Ah, der will mehr von uns klonen. Probe deiner Mom. Schnell, sie ist im Nebenzimmer. Verschaff dir Moms DNA und bring sie her. Beeil dich! Aha. Ach, da ist er ja. Mom, alles klar? Oh, oh. Auf einmal waren überall Sechsklässler. Sie haben mir die Beine gebrochen, Schatz. Mami kann nicht laufen. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von dir angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du müssen wir uns entscheiden hier, ja? Würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich habe immer recht. Schnell, Schatz, schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich. Wir können doch unserem Vater nicht den Kopf abschneiden, oder? Erwarte organische DNA-Probe. Boah, kann er hier nicht hoch? Nee. Was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, dass wie immer alles meine Schuld ist? Ich Nein. wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Blöder Wichser! Nein! Halt's Maul! Ich hab gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unsere... Hast du überhaupt nicht! Und du bist besoffen! Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair! Ich stecke in einem scheiß Röhrending fest! Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Okay, entkommen aus dem Labor, geh runter, fordere den ersten Stock die Turban an, hol dir eine DNS. Von wem denn nun? Entweder schneiden wir jetzt Daddy den Kopf ab oder wir klauen von Mama den Arm.
Was machen wir jetzt? Nee, der Daddy war immer böser. Schatz, nein! Doch. Damit bedient man den Laser. Hör auf! Du bringst Daddy noch um! Bitte! Deine Mom hat dich manipuliert. Sie ist das Problem. Töte sie! Ich war doch immer ein guter Vater. Das ist deine letzte Chance. Drück nicht auf den letzten Knopf! Ich weiß nicht, wirklich. Schatz, du musst deinem Vater den Kopf abschneiden. Ich weiß, das ist schwer, aber es geht nicht anders. Das Steuerpult ist auf dem Tisch, Schatzi. Warte. Bevor du das tust, frag deine Mutter, was sie dir die ganze Zeit in dein Essen tut. Vertrau mir, frag sie, das musst du wissen. So, Mama, was machst du jetzt mit meinem Essen? Autsch! Nein, bitte, Schatz, ich habe schon so viel Blut verloren. Ich weiß ja nicht, wir speichern erstmal ab. So, wir gucken. Wir speichern erstmal, ja? Wir gucken jetzt erstmal kurz, was da passiert, wenn wir von Mama den Arm mopsen. Oh. Ohne meinen Arm werde ich sterben. Bitte, töte Mami nicht. Schatz, Mami liebt dich. Okay. Warte. Ist das wegen der Medizin in deinem Essen? Es war nur, um dich zu schützen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Alter, was ist denn hier los? Das arme Kind. Hey, was machst du da? Hat dich diese Hure dazu angestiftet? Sie ist eine Schlange. Oh Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest deinem Paps nichts antun. Okay, jetzt bring deine Mutter um. Ich hab Angst. Leb wohl. Daddy hat dich... Oh Gott. Danke, Schatz. Nein. Okay, wir bringen. Nee. Oh Gott, nein. Ah, wen bringen wir denn nun um? Ich hab Angst. Bitte, nein. Oh Gott. Okay, wir haben ja gespeichert. Wir bringen erstmal Mutter um. Ja? Weil den Vater würde ich als Letztes umbringen. So. Oh nein, Schatz. Das haben wir doch besprochen. Nein, Schatz. Heb den Arm her. Halt die Klappe. Um. Du bringst mich um. Du lebst doch noch. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Organische DNA-Probe akzeptiert. Sag mal, Mama, um ihr war. Daddy ist wirklich stolz auf dich. Ach, den können wir ja nicht mehr umbringen. Okay, also passiert nichts. Also man kann entscheiden, was man möchte. Was haben wir denn jetzt? Laden wir kurz. Also man kann sich ja für welchen man entscheidet. Wahrscheinlich ist es egal. So. Ich hab Angst. Wir bringen Daddy um. Daddy hat dich so lieb. Du hast das Richtige getan, Schatz. Jetzt geh schnell Hilfe holen. Den Kopf da richtig. Also es ist egal, was man macht. Wir haben aber jetzt Daddy getötet, weil er immer Mama geschlagen hat und ja. Und nur geraucht hat. So, okay. Was? 105? 44 Euro? Für 44 Dollar haben wir den? Nein. Gleich mal kaufen. So. Holt mich hier raus! Hilfe! Ja! Was soll denn das denn? Jetzt hab ich noch einen Arsch! Scheiße! Du kriegst gleich noch einen Arsch. Und noch einen Arsch. Die reden von mir sonst nicht mehr. Wir hauen den richtig voll mit Ärsche. So, noch einer. 25 Cent pro Arsch. Nein! Meine Dance-Moves! Wie soll ich mit den ganzen Ärschen tanzen? Ist mir doch egal.
Okay, weitere Ärsche geht wahrscheinlich nicht. Nee. Schade. Jetzt mal die ganzen Ärsche da ranjauen an ihm. So, Tour Crumb. War doch gar nicht so schwer, oder? Ja. Ja, habe ich natürlich. Ich habe meine Eltern umgebracht. Jedenfalls eben davon. Ja. Was habt ihr so gemacht? Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends, Kuhn and Friends, Kuhn and Friends. Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe. Es ist vorbei, Fettarsch. Wir hängen dich sowas von hin. Ja, genau, Connor. Du krankes Stück. Halt die Klappe, Kuhn. Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Oh, scheiße, jetzt kapier ich's. Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage. Nein, der hat uns geklont. Freund, indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Kuhn-Freund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Kuhn? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil es cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer, ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Nein, nicht Nuba Chaba Dingsbums. Nein. Der hat den Cousin geklont von Human Kai. Kai 2 Genetikmutant. Nein. Keine Sorge, wir kriegen das wieder hin. Nee, kriegen wir nicht. Okay, besiege den alternativ mutierten Human Kai. Das wird wahrscheinlich die Endschlacht sein. Okay, dann mal los. Ich bin gespannt. Der hat 9750 Angriff. Sorry, Kyle, ich bin voller Mutantenwut und muss euch platt machen. Halt, wartet mal kurz. Gibt es ein Problem, Doktor? Ah, okay. Ich will doch auch zuschauen, wenn ein genmutierter Superheld seine winzigen Gegner einen nach dem anderen zu roter Pappe zerstampft. Ignoriert mich. Okay. Nee, das kannst du gleich mal sein lassen. Hau mal ab mit dem Schlag oder ist irgendwas. Na. Du bist erstmal nicht dran. Vielleicht könnten wir alle zusammen essen gehen, nachdem ich aus euch Hackfleisch gemacht habe. Hey, Vorsicht! Hat hier jemand einen? Der hat extrem viel. Also da müssen wir echt alles aufwenden, was wir haben. Hier kommt Mysterium. Keine Gnade. Oh, da müssen wir noch einiges machen dran. Zeit für die Chopper-Party. Okay, wir müssen mal gucken. Vielleicht, wenn die Kanone, ich weiß nicht, wie viel Fläche er benutzt da hinten. Nee, kommt da nicht ran. Schade. Bah, das ist ja sowas von eklig. Kann jemand bitte in meine Falten klettern und meinen Blutfluss stoppen? Dann kriegt er noch Verbrennungen. Call Girl macht jetzt einen Hausbesuch. Brutal! Ja, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Der hat richtig viel Energie, also. Wieso tut es euch was Grauenhaftes? Das ist äußerst unfair! Ah, gut, viel besser! Zeig keine Schwäche! Du sagst jetzt so einfach, ne? Zeig keine Schwäche. Wir haben die Ulti-Kraft auf alle Fälle am Start. Los! Wartet, bitte nicht in die Augen. Die Brille wurde mir verschrieben und es dauert ewig, den neuen zu kriegen. Er rennt nur auf ihn zu, ne? Okay, jetzt hat er es gewechselt. Ich hab Fingertouch auf der Brille.
Mir doch egal. Das Ding schaffen wir nicht. Also. Wir müssen durchhalten, bis es Tag wird. Seine Haut verträgt das Sonnenlicht nicht. Wie sollen wir das durchhalten? Keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Okay, kann weitergehen. Brille ist wieder sauber. Super, Mac, willst du wir müssen die Zeit nach oben machen. Wie wir sagen, wie wir erfahren haben. Ja, haben wir doch gemacht. Somit kriegt er nämlich mehr Schaden. Faszinierend. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Aber ist nur eine gewisse Zeit, ne? Habt ihr ja gerade unten gesehen. Es ist nur eine gewisse Zeit und dann ist er mit Sonnencreme eingeschmiert und dann macht ihm die Sonne auch nichts mehr. Was so, okay. Jetzt? Ein Angriff. Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Recht bewahren, so. Unschuldige schützen. Okay, es hängt kurz. Warum auch immer. Ich kann nichts auswählen. Kalkuliere die bestmögliche Strategie. Ja, aber was machst du da? Der ist hängen geblieben durch die Angriffe. Okay, zum letzten Speicherpunkt. Wir kommen nicht mehr raus. Ich habe 15 Minuten ein Webinar, also... Ja, klar. Ich will ja irgendwie, aber... Ich kann auch nichts mehr auswählen. Okay, wir müssen zum letzten Speicherpunkt laden. Schnell nochmal dahin. Ja, können wir nicht machen. Ja, das mit der Ersche haben wir gemacht. Brauchen wir nicht nochmal. Oder wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir mit der Sonnencreme das alles gemacht haben, ja? So, okay, wir sind zurück bei dem, ja, wo wir die Zeit zurück machen, machen wir jetzt gleich. Machen wir die Sonne nochmal hin, damit, ja, und dann wollte ich den, wir werden aber nicht mehr den Mark machen, weil, faszinierend, jetzt ist der Ventilator kaputt. Ja, wir können auch gar nichts machen, ne? Wir werden den Ultrafotz machen. Ja, bei dem Mac weiß ich nicht, warum es denn immer abkacken sollte. Aber aus Sicherheitsgründen nicht, dass wir nochmal machen müssen. Werden wir die Ulti anderweitig verwenden. So, er hat gleich seinen Sonnenschutzfaktor drauf. Weil du böse bist. Ah, er hat die Zeit, er hat wieder... Okay, er kriegt Verbrennung. Er ist jede zweite Runde dran. Hier kommt Mysterio. Keine Gnade. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. No. Oh, Laserstrahl? Tatsache. Okay, 4000 haben, hat er noch. Super Tornado aktiv. Ich nehme an, du bist für Etikette und Arschtreten programmiert. Ja, also er hat die Hälfte, haben wir schon abgezogen, das ist schon ganz gut. Den Rest müssen wir halt alleine schaffen. So, dann haben wir nochmal, machen wir mal Bluten. Das tut sauber weh. Ich darf meine Freunde stupsen. Hat eine Nummer. Gedoxt. Gedoxt. So, dann werden wir noch ein paar Ultis rausknallen. Also nicht die Ultis, aber Beschwörungen. Wir werden erstmal den Typen holen. Okay, machen wir. Wir lassen uns Nacht werden. Ohne Wattestäbchen komme ich nicht richtig in die Falten.
glaube, ihr solltet ihn jetzt angreifen. Ja, machen wir ja. Oh, guck mal, wie viel Schaden das nimmt. Jetzt müssen wir wirklich reinhauen. Das sollte ordentlich abziehen. Gut, auf langer Sicht hätte man den auch so besiegt noch. Ja, man hätte sie ja nochmal aufleveln können, und, also heilen können und sowas. Aber